Thymian pikieren. Thymian darf in einer gut sortierten Küche nicht fehlen. Vor allem lohnt es sich, das Gewürz selbst anzubauen. Damit sich das Gewächs auch gut entwickeln kann, sollte man den Thymian nach der Aussaat pikieren. Dafür braucht es Töpfe, die zunächst mit einer lockeren und nährstoffreichen Erde oder Anzuchterde gefüllt werden. Um Staunässe vorzubeugen, sollten die Gefäße Löcher im Boden besitzen. Damit kann überschüssiges Wasser ablaufen. Ist das Substrat in den Gefäßen, werden sie am besten auf den Boden im Garten gestellt und einmal mit jeder Menge Wasser übergossen. Wichtig ist, dass das Substrat komplett durchnässt wird. Später geht es wieder zurück zur Arbeitsfläche. Dort erhalten die Gefäße je in der Mitte ein kleines Erdloch für die Pflanze. Mit einem Pikierstab gelingt das am einfachsten, theoretisch kann man aber auch die Finger verwenden. Thymian gehört übrigens zu den ältesten und traditionellsten Gewürzen sowie Heilpflanzen überhaupt. Der interessante Blütenduft lockt aber auch Bienen an und die Blüten des Krauts verbreiten zusätzlich ein mediterranes Flair. Kein Wunder also, dass das Gewächs auch immer öfter als reine Dekoration in den Gärten zu finden ist. Ein heller und warmer Standort ist für Thymian die beste Wahl. Wer ihn nicht in das Beet setzen will, kann ihn auch in einer Kräuterspirale oder einen Topf pflanzen. Sobald die zarten Pflänzchen alle in ihrem neuen Zuhause sitzen, sollten sie noch eine Weile an einem hellen und geschützten Standort stehen, ehe sie dann in das Freiland umziehen können. Damit ist der Thymian aus eigenem Anbau in greifbarer Nähe. Noch dazu verzaubern die herrlichen Blüten den Garten in ein leuchtendes Farbenmeer und die Bienen haben ebenfalls etwas von den schönen Gewächsen im eigenen Garten.